wieder Christoph Michelmann und jetzt geht es mir um die zweite Violine. Das ist ja manchmal in der zweiten Stimme viel schwieriger nachzuvollziehen, wo da die Phrasen sind. Und genau, deswegen werde ich speziell vor allem denen, dass es betrifft auch die zweite Oboe. Es gibt kleine Abweichungen in den Stimmen, aber im Prinzip ist das schon sehr ähnlich. Also das Tempo ist Badam B 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir spielen das erste Achtel, was er im ersten Takt spielt, als Sechzehntel Tada. Ja? Und auch die drei Sechzehntel als 32. und so weiter und so fort. Ihr werdet auch hier die Phrasierung erleben in Takt 4 nach der 2. Genau. Ich versuche einfach jetzt mal diesen ersten Teil zu spielen. Und also sprich die Ouvertüre, das Grave davon. Und hierbei ist es schon wichtig zu wissen, wie lang ist diese erste Note. Ich würde die wirklich nur an den vierten Schlag ranhalten und dann wirklich mit Pause. Ihr hört die Bewegung im Bass. Der spielt da, badadadi. Eins, badadadi. Ja, das ist dann die 3. Daran kann man sich erinnern, aber orientieren. Aber wir werden hoffentlich von vorne eine gute Direktion bekommen, sodass das Tempo klar ist. Okay. Eins, zwei, mh. In der Klammer 1 die Schlussnote entspannen, dann sind wir rechtzeitig da, wir hören den Bass und dann geht es weiter. Ja? Okay, in Takt 9 ist es, glaube ich, interessant zu wissen, dass da die erste Violine diesen Aufgang spielt und wir sozusagen auf der 3 landen. Genau, das machen alle unteren Stimmen. Ich will vielleicht einfach nochmal diese Stelle spielen, damit ihr wisst, diese 3 ist wichtig. Also für die erste Violine ist das wichtig. Ich fange einfach mal in Takt 8 nochmal an. Ja, kommt dann, wenn wir unten angekommen sind, kommen die hinterher. Und deswegen darf das nicht ausfallen sein. Unabhängig davon, was die da spielen, nicht unabhängig davon, aber wenn die oben angekommen sind, ich spiele mal diese Stellen vielleicht kombiniert. Fangen wir einmal an, Takt 8. Ach, jetzt habe ich falsche Noten gespielt. Noch einmal. Kommen wir hinterher. Wenn die oben angekommen sind, ist das die 4. Tadam, tadam, tada. Okay? Das könnte ein Thema sein, um das wir uns dann irgendwie kümmern müssen. Bei der nächsten 3, bei dem E, ist es übrigens genau dasselbe. Okay, das Thema. Das ist ein Fugato, das ist keine Fuge, wie in anderen Fällen. Wichtig ist, dass wir diesen Grundrhythmus haben. Das ist ein 6/8-Takt, das geht in 2. Da, ba, ba, mm, mm. Also in dem Fall, wir spielen das erstmal in F-Dur. Das Thema. 1, 2, mm.
Roman da um diese Stelle. Aber es ist auch das versucht zusammen, es sind zwei, vier Takte, die ja zusammengehören. Und wenn ihr das versteht und nicht sozusagen jede Pause nehmt, um euch auszuruhen, ist das so. Ich spiele einfach diesen ersten Teil. Das ist Takt 19 mit Auftakt bis 44, mach's nochmal. Ich springe auch hier wieder jetzt in den Schluss. Ich fange vielleicht an in Takt 120. Und wir haben jetzt die Figur in dem Grabe, was dann 127 wieder losgeht. Genau dasselbe wie, wie am Anfang in der ersten Stimme. Die da hat dann gespielt 3. Und genau dasselbe haben wir auch. Das heißt, es ist wichtig, dass diese übergebundene halbe Note stoppt. 1, 2, weg, da dam, bi, 1, 2, weg, da dam, ba, schwer, leicht, neu. Ich beginne den Takt 120. Dim, bom, mm. Gemerkt, dass ich die Viertel im Takt 131, das betrifft dann auch nachher die Bratsche, ich spiele die überhaupt nicht lang und breit. Ja? Das ist, glaube ich, für das Allgemeinwohl dieses Stückes und so weiter, ist das sehr hilfreich. Die Boré, die Stimme, wenn ihr sie anguckt, denkt ihr, ob, muss ich nie üben. Ich gebe trotzdem mal einen Eindruck, was da kommt. 1, 2, 1, da dim, badadam, badadam, bim. Ja, okay. Ich spiele mal den ersten Takt. Die erste Hälfte. Anschluss halten, dass wir nicht diese Schlussnoten gar retardieren oder zu lange halten. Also im ersten Teil, ja, das ist ganz wichtig, das ist nicht unsere Stärke und meistens spielen wir dann die Note und dann, aha, geht ja weiter. Okay? Das Menuett, wie üblich 2-2-4. Das heißt, die Phrasierung sind zwei Takte und dann gibt es vier Takte zusammen. Ja? Ich spiele einfach mal den Anfang. Dim, ba, da, du, da. 1, 2, 3, genauso ähnlich wie in dem Allegro in der Ouvertüre. Wir haben dieses da, 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 ba, 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 ba.
Nur für den Fall, dass ihr euch gewundert habt, auch in der Ouvertüre, ich spiele die Viertel, ich spiele sie sehr kurz. Und ich glaube, das soll so sein, weil dann haben wir immer die Chance, dass die Achtel, wenn sie da sind, dass man sie durchhört. Den Anfang von der Jig, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich ziemlich genau dasselbe Tempo wie im Allegro in der Ouvertüre. Eins, so, also die erste Geige hat einen Auftakt. Eins, so, und so weiter und so fort. Ja? Das geht eigentlich dann die ganze Zeit so, da werden wir ein bisschen was verabreden. Das ist aber eigentlich wichtig, dass man erstmal überhaupt eine Idee hat, wie das geht. Ja? Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, wenn ich euch das falsch vormache. Ich hätte schon eine Idee, was da passieren könnte, aber vielleicht ja nicht. Interessant ist dann noch die Stelle in Takt 24, 23. Da haben wir übergebundene Viertel und die spielen wir für einen Moment lang einfach mal ein bisschen breiter, ein bisschen mehr Kantilen. Es darf auch mehr Klang sein. Also ruhig vorne. Da gibt es immer auf den Überbindungen, das haben wir jetzt schon aus dem Bach gelesen, auf den Überbindungen passiert immer was Interessantes. Da gibt es dann irgendwelche Dissonanzen, die sich dann immer auflösen. Genau, ich fange vielleicht mal an in Takt 21. Okay.